damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Ark Back to the Woods. Ja, wie ihr seht, die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Ich bin gerade dabei, noch das letzte bisschen Holz ranzuholen, damit wir unseren Zähmkäppich bauen können. Und dann geht es gleich auch schon los. Dann werden wir eine Hetzjagd starten auf den Argentavis da oben. Wer die letzte Folge nicht gesehen haben sollte, ich habe hier direkt bei der Base einen 120er Argentavis weiblich noch dazu rumfliegen. Und naja, den will ich mir jetzt gleich aneignen. Was willst du denn eigentlich schon wieder hier, du? Geh weg. Komm. Stopp. Level 4, ich bitte dich. Ich bitte dir. So, packen wir den mal wieder da. Ich brauche nur noch ein paar Wände, beziehungsweise ein paar Fenster. Macht euch immer alles mit Fenstern. Das geht ja eigentlich in der Regel sehr gut. So. Dürfte reichen. Ist mehr als genug. Weitaus mehr als genug. Komme ich auf den Vogel rauf? Natürlich nicht. Mal kurz warten. Ah, ich habe auch nachgeguckt, wie lange der braucht. Er braucht ungefähr 36 Minuten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den letzten Rest irgendwie, wenn nichts Tolles passiert, schneiden. Weil wir werden wahrscheinlich jetzt eine ganze Ecke daran hocken, den überhaupt vom Himmel zu holen. Da brauchst du um die 20 Pfeile. 60 habe ich. 2 Crossbows habe ich. Also, es ist, ups. Es ist soweit alles vorbereitet. Ja. Darf ich mich bewegen? Ah, es war einigermaßen. Nee, nicht im Biber absetzen. Ich will hoch mit dir. So. Hier bewegt sich gar nichts mehr. Verdammt. Hab ich mir jetzt alles im Inventar. Muss ich auch nochmal umladen. Wo ist noch Holz hier drin? Ah, Tatsache. So. Das geht alles da rein. Und ich hoffe, Biber ist jetzt nicht zu fett. Wegen, doch, er ist zu fett. Dann parken wir den Biber mal da hinten. Komm, den brauchen wir jetzt eh nicht hinten bei der Base. Stellen wir den wieder in den Zähmkäfig rein. Der ist ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Mann. Du kommst vielleicht mal auf Follow mit. Gar nicht so eine doofe Idee. Alter Winne. Ich bin gerade so ein bisschen, weil ich dieses Vieh haben will. Und da läuft auch noch der 108er am Kylo. Also hier ist im Moment echt, gut was los, was das angeht. Komm rein mit dir. Genau. Sehr schön. Dann dürften wir alles haben. Guck mal eben rein. 16. 37, 16 davon. Die Tür. Alles perfekt. Wir haben alles. Wir können loslegen. Oh man, das soll ein Game. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wiederfinden. Der flog hier irgendwo auf dem Hang rum. Ist nur die Frage, wo genau? Katze? Glaube ich weiter da hinten. Warte mal, gehen wir ein bisschen hoch. War er das? Bin da nicht sicher. Schau mal nach. Ne, war glaube ich nicht so Booster. So, nee. Der war es nicht. Da unten sind zwei Kanos. Da hinten, guck mal da. Da, der braune hier vorne müsste das sein. Ach, verdammt, ist er. Da ist er. Da ist er. Mein Ziel der Begierde. Natürlich die Frage. Ich ihn hier hinstelle. Mal her. Muss ich. Jetzt geht nämlich das wieder los. Hoppala. Mann. Komm runter. Das soll einen geben. So. Da. Er geht auf den Stego los, oder was? Ne, er geht hier runter. Perfekt. Komm, Stego. Bring den Arsch da weg. Zack. Ja, genau. Die Kiwi tankt. Bin ich doch offen. Ups, oder auch nicht. Zack. Zack. Komm, komm. Gott sei Dank machst du mir nicht so viel Schaden gerade. Ruckel.
Also er braucht so ungefähr 20 Darts. Bis er liegt. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es waren schon ein paar. Die gute ist aber echt sauer. Zack. Komm her. Mach ich alle. Zack. Ah, jetzt haust du ab, ne? Nur nicht bei den Kanos runterkommen. Das war echt so ein bisschen mau. Natürlich. Natürlich fliegt er zu den Kanos. Da ist auch daneben. Ah, komm her, genau. Wo will ich da? Da kannst du auch hinfliegen, meinetwegen. Je näher du bei mir bist, desto besser ist es für mich. Muss ich nur wieder treffen. Treffer? Okay. Uli, das hat aber jetzt geleckt. Und da genau. Und? Ah! Was? Liegt! Sie liegt! Jawohl! Haha! Ah, ein Traum! Ein Traum! Das heißt, mal kurz umgucken hier. Ah, Mann. Mal kurz umgucken hier. Genau das habe ich mich erwartet, dass irgendwie so ein Mist passiert. Der ist wahrscheinlich auch noch schweinemäßig hoch im Level. Was ist so für ein Level? Keine Ahnung, du fliegst, du läufst nicht zu meinem Argentavis. Klar, nee, da ist nicht so hoch. Der geht schnell kaputt. Los, nicht zu meinem Argentavis, das vergiss mal, den will ich erst einbauen. Ja, da kommen wir uns später drum. Erstmal wird der Argentavis eingebaut jetzt. Alter Vater! So, noch irgendwas hier in der Umgebung? Oben ist noch ein Argentavis, aber der stört mich gerade echt herzlich wenig. Ja, wir fangen an einzubauen. Erstmal die Foundations. Zack. Hervorragend. Der klappt natürlich wieder super. Dass man wieder nichts erkennt. Warte mal, ich brauche die Wände direkt dazu. Da sehe ich es besser. So. Ich verhungere. Zack. Ups, ach, nö. Moment, Leute. Umschalter merke ich gerade mal. Haben sie irgendwie immer noch nicht gefixt. Und das war daneben. Ich wollte gerade sagen, wirst du jetzt angegriffen hier? Ja, bitte nicht. Lichter denn? Da liegt er. Mehr. Was zur Mann? Er schreckt mich doch nicht so. Geh weg da! Du blöder Stego. Tut. Ey. Tut das Not? War wieder zu nah dran? Verdammt. Sind der echt. Bescheiden erkennen. Ah, passt. Uiuiuiui, alter Finne. So. Brauche mehr Fence Foundations, merke ich gerade. Oder? Ja, ich brauche mehr Fence Foundations. Oder? Reicht das?
Da vielleicht rum. Was ist das für ein Getrampel? Ach, das sind die Brontos, okay. Hatten Stress heute wieder. Aber wenn ich jetzt gut bin, passt da ziemlich genau hier rein. Ah, passt doch gerade eben. Vielleicht komme ich auch mit der Tür noch durch. Da ist noch ein Argentavis. Uiuiuiui. Uiuiuiui. So. Und schießen brauche ich jetzt nichts. Moment noch nicht, habe ich eh ausgerüstet, also. Halb so. Bild. Da passt die Tür nicht. Ist auch egal. Ist nichts, was so durchläuft. Solange wir jetzt kein Rex hier angestiefelt kommt, ist halt alles gut, dann ist das Ding safe. Obwohl, wir haben noch so viel Dinger übrig. Aber ruhig eine Nummer höher bauen. Nicht schön, aber selten. Alter Vater, ey. Ja, hat sogar fast gereicht. Ist aber auch nicht schlimm. Mal eben umgucken. Hier laufen schon wieder zig Ankes rum. Oh Mann, ey. Glaub's nicht. Haben sie liegen. Was bist du denn für ein Level? 32. Dich entsorgen wir mal kurz. Du kommst mir nämlich doch gerade gefährlich nah. Alter Finger, alter Finger. Komm her, genau. Pack mich schön ruhig fest. So, nicht wenig schön gerade. 12 Minuten haben wir voll. Ja, wann ist er runtergegangen? Vor 3-4 Minütchen, ne? Das heißt, ich werde jetzt mal eben gucken, wie das mit seinem Torpor aussieht, wie viel Torpor der hat. Ups. Moment. Wo ist die Biene? Biene Maya? Da ist er. Ja, komm her, Mann! Ja, ich liebe diese. Gibt nichts lästigeres als die. Da. Hinter mir. Du glaubst aber nicht mehr, dass ich die treffe, oder? Alter, auf Hinne! Wo ist die? Da. Ist doch nicht wahr. Ja. Einmal. Muss er jetzt bald auf den Himmel kommen. Geht doch. Ich wollte nach dem Tor vorgucken. Leute. Okay. Komm nicht rein, verdammt. Muss ich doch dran landen. Nein, nicht draußen landen. Mann. Ach komm, das geht. Passt. Torpa hast du. Was haben wir? 190% Midi-Damage. Das ist am Anfang schon ganz gut. 4500. Okay. Das heißt, wir können jetzt doch mal eben. Metall läuft. Wir holen noch ein bisschen Metall von. Kristall von oben. Wir holen noch ein bisschen Kristall. Nee, holen wir nicht. Wir holen erst den Rex da oben. Level 40, weg mit dir. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Ich kann dich hier wirklich nicht gebrauchen. Die Stelle, wo ich zähme, ist nämlich echt doch relativ heikel. Lach fest. Okay. Alter Vater, komm her. Ein Agitabus ist tot. Komm her, komm her, komm her, genau. Gibt's doch gar nicht. Zweiter Agentabis ist tot und der Rex müsste jetzt auch bald umfallen. Und du bist nur Level 44 oder 40 oder sowas. 40 war, glaube ich. Ah, schon wieder Frosch im Hals. Gibt's doch gar nicht. Oh, sehr schön. Was läuft da noch rum? Ein Skorpion. Level 88 Mel, ne. Wenn über 100, bitte. Wenn dann über 100. Unten schon der nächste Skorpion.
Achso, ich bin rausgetappt. Ups. So viel zum Kristall holen. Ich glaube, wir können hier echt bleiben und aufpassen. Ist echt gerade ziemlich heikel, was hier abgeht. Wo kommt denn der Archie schon wieder her? Verdammte Axt. Mann. Genau, verpackt. Ich, das ist schön, dass sie sich neuerdings mal so verpacken. Ich sehe es mal halbwegs locker. Da ist schon der nächste. Da gibt's doch gar nicht. Ja, kalt dich ruhig in mir fest. Na komm. Gibt's doch gar nicht. Alter! Ah, geht doch. Noch einer. Ich hatte hier vorhin einen am Haus gesehen, also hier in die Ecke, oder war der das? Ne, da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch, komm her, Mann. Nein, du willst auch nicht. Mann! Der Quetz übrigens aus der Folge, der ist wirklich spurlos verschwunden. Ich hatte mal geguckt, aber der ist weg. Der ist irgendwie despawned oder so, ich weiß es nicht. Jetzt verreck doch mal! Dann noch ein 120er, pass auf. Ne, aber 80. So, jetzt brauche ich immer Stamina. Dann gehen wir direkt mal ein Level drauf. Da kriege ich erstmal noch Leben. Leben braucht die gute Kiwi. Was haben wir da für ein Ankylo rennen? Ankylo ist Level weg. Wo ist denn der? Da. 12. Nee, und da hinten? Ach, hier ist noch einer. Du bist Level 8 und du bist Level Kusikowski 16. Alles nicht sehr cool. Aber ich glaube, jetzt haben wir mal einen Moment Ruhe. Jetzt können wir wirklich mal Kristall holen ein wenig. Und dann gucken wir, wie weit unser Metall durchgeschmolzen ist. Ich hatte übrigens geguckt, die Trank Darts, ja, die waren ja für einen Fabricator. Also nicht für mich. Ich habe nämlich noch keinen Fabricator. Warum habe ich noch keinen Fabricator? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum ich noch keinen Fabricator habe, aber ich habe keinen. Das ist immer hervorragend. Warte darauf, dass hier die ersten Gigas spawnen. Ganz ehrlich, das wird dann eine echte Katastrophe. Da haben wir dann sowas von verloren. Das ist dann nicht mehr feierlich. Da Kristall. So. Ach, was soll's? Dann hack ich halt Holz. Oder in dem Fall Kristall, ne? Können wir ja immer mal ein bisschen gebrauchen. Vor allem, wenn wir jetzt das Greenhouse bauen wollen. Oder vielmehr, ich will es ja bauen. Ihr weniger. Ihr guckt nur zu. Upa, Schön viel Kristall, komm her. Kann es, ich wollte gerade sagen, kann es endlich ein Steiner bauen? Ach, da ist noch einer. Deswegen komme ich da nicht durch. Ja, das Problem ist, das Greenhouse ist ja Ultra-Kristallfresser. Ah. Zack. Hier war doch noch einer. Da. Im Gebüsch versteckt. So. So. Nehmen wir noch den mit. So, das war es dann auch schon bald an Kristall. Oh ne, doch nicht. Nehmen wir das noch mit. Was soll's denn? Zum Mut schmeiße ich ein bisschen Stein weg. Gut, es gibt aber richtig gut Kristall. Und richtig gut Kristall. Da. Alter Vater. Ich hab mich gleich in Ekstase gehämmert. Hier ist noch einer. So. Dann nix wie runter. Nix wie runter. Ganz uncool. Oh, hör auf zu laden! Ding fest. Nehme ich hier eigentlich die Knifte?
Oh oh. Na super. Er hat mich hereingebackt. Inventory is too heavy to jump. Ja, super. Hervorragend. Scheiße. So. Wieso kann ich nichts essen? Ach so. So. Schon besser. Alter Finne. Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Vor allem, wo kam die her? Wo zur Hölle kam die jetzt her? Ich muss meine Flakrüstung abnehmen. Verdammt. So viel zum Metall. Nein, ich sehe da unten schon wieder Kanus. Der Vogel ist auch überladen. Ja, hervorragend. Also jetzt geht gerade alles schief. Ein Vogel liegt noch. Da mische ich jetzt aber mit. Leute, da könnt ihr sicher sein. Da könnt ihr sowas denn sicher sein? Ruckel. Alter Finne. Level 12. So, und du fällst jetzt bitte auch noch rum. Willkommen! Alter Vater, ey. Lässt dir den mal hier 5 Minuten aus den Augen, ne? Super! Ich muss meine Metall machen und ich muss meine Rüstung reparieren. Ich hoffe, genug Metall ist mittlerweile durch. Hier ruckelt gerade wie Sau. Näher mich der Base wieder, dabei steht ja eigentlich noch nicht viel. Alter Finne. Alter Finne, Alter. Will ich gleich mal nach dem Torpor gucken? So. Rein mit uns. Zack, 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 zack. Erstmal alles da rein. Alles, was wir nicht brauchen. So, Metall. 81, put out. Dann. So, jetzt wird ziemlich interessant. Repair. Fiber. Fiber, kein Fiber? Ich hätte doch so viel Fiber. Muss man Fiber hin, verdammt. Kann es sein, dass es ein Biber ist? Irgendwas ist ja immer, ne? Lande! Bei Bär. Da. Und wieder nach Hause. Da sieht noch alles gut aus. Muss ich gleich nochmal auf den Tor beachten. Ich weiß nicht, wie schnell der sinkt beim Archie. Oh, wo kommt der Terry wieder her? Da unten. Das fällt mir auch gerade so ein bisschen. So. Dann alles mal durchreppen. Dann hoffe ich, habe ich gleich noch genug Barren, um ein bisschen Greenhouse herzustellen. Structures. Greenhouse. Ja, perfekt. Perfekt. Ups, das war natürlich deppert. Zack, Repair. So. Zack. Inventar ziehen wir uns erstmal wieder an. Und besser. Greenhouse kümmern wir uns gleich drum. Jetzt wird es auch noch neblig, verdammt. Gucken wir erstmal hier, was der Tropper sagt. Dann müssen wir uns schon bald daran begeben, Primeweed dran zu schaffen. Ui, ups. Ja. Meine lieben Leute, das klappt so nicht. Hoppa, okay, fast voll.
3900 Food hat er. Ja, auch schon gut runter. Zack. Am Ende werden wir wirklich gleich mal die Brontos hier alle killen. Und wir werden derzeit erstmal das Greenhouse hinten anfangen. Ein bisschen Zeit bleibt uns ja noch. So soll es nicht sein. Oh, Dodo-Eier. Zack, hier noch eins. Du legst diesmal keins, okay. Falsche Kiste. Auch falsche Kiste. Haben wir schon mal die ersten sechs? Ich verhungere schon wieder. Na gut, ich bin auch noch nicht ganz hochgehalten, ne? Daran liegt's. Hier irgendwo war doch jetzt unser Hütchen. Da. Fangen wir mal ganz hinten an. Wird ein großes Greenhouse, das sehe ich jetzt schon. Ne, doch nicht. Ne, das war's. Okay. Dann halt nicht. Aber es wird langsam. Wir nehmen Gestalt an. So, der Terry da unten gibt ja natürlich auch bei mir. Das ist auch hervorragend. Alter, das ist ja neblig. Bleib ich lieber kurz hier oben, damit ich was sehe. Alter Vater. Kann's doch nicht sein. Weiß gar nicht. Und Kühlus geben kein Pyramid, ne? Hat er eigentlich. Wir haben zwei Brontos stehen. Wir haben den Tyrannosaurus. Wir haben hier oben ein Stego mindestens. Boah, 16 Pyramid. Boah, ist das hier. Du, diesig. Und wie gesagt, ein Stego läuft hier mindestens rum. Da ist ein zweiter. Da oben ist schon ein neuer Rex respawned. Wie viel Level? 68. Ah, den muss ich auch beseitigen. Ich will keinen Rex hier in der Nähe haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Will ich im Moment nicht. Risiko ist mir doch zu hoch, dass der unten an den Zähmkäfig kommt. War das auch nicht schön. Das Risiko ist mir... Nee, jetzt machen wir nicht den Zego kaputt. Du kannst natürlich bleiben. Der macht mein Zego kaputt. War klar. Krieg mir einen Wolf. Ich kann ja derzeit mal einen Schluck trinken. So. Besser. Na toll. Der Zego ist hinüber. Gerade. Oh, du haust mir gut rein. Hör auf zu brüllen. Genau, verpack dich ruhig. Macht's mir nur umso leichter. Könnte einen Moment dauern. Die nachfolgende Sendung verschiebt sich ungefähr um 2 Stunden. Geht so gar nicht. Wie hältst du denn aus, verdammt? Ah, liegt. Oh, da wäre aber gut Prime mitgegeben. Alter Finder. Alter Finder. Das war mal richtig gut Prime mit. Ich könnte eigentlich anfangen zu farmen. Komm. Fang an zu farmen. Wir holen uns jetzt das Prime mit. Ich würde natürlich echt eine Herausforderung, da 36 Prime mit, 16 Prime mit rumzuschaffen. 30, das wäre ja echt heftig. Und 5 Stück haben wir ja schon mal. 5. 6. 6. Gucken, wie noch der zweite Stego läuft. Da. Wo zwischen landen, das sind sogar 2, das ist perfekt. Komm. Komm wieder voll. Und greifen. Ruckel, ruckel. So. Wenn das alles so reibungslos klappt, dann ist das sowas von perfekt. 7 haben wir. Wo ist der? Ich sehe den echt voll auf der Baum. So, komm, komm, komm. Ja.
Was habe ich gesagt? 7 Stück. 7 mal Primeat. Bam. Mal oben. Welche Level hast du noch? 40. 11 mal. Jetzt die Brontos. Vorher schon Damage machen. So. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es mir vorstelle, auch zeitlich. Bin ich langsam echt an der Zeit. Wir haben 31 Minuten noch in der Folge ungefähr. Ja. Lassen wir mal so bei 28, 9, 27, 28 Minuten sein. Bis ich den Bronto runter habe. Könnte klappen. Weil ich bis ich beiden Bronto's runter habe. Und war das große Glück, der macht mir keinen Schaden. Aber halt Level 80 oder so waren die, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Jetzt macht er mir Schaden. Der macht sogar richtig gut Schaden. Gehen. Na komm. Warum sieht alles gut aus? Okay, da könnte eine Weile dauern. Mach mal was. Waffe. Na genau, halt den Kopf hin. Zack, da sind die Viecher auch noch made, große verdammte Scheiße. Huch, Mann, erschreckt mich doch nicht so! War zumindest kein Kopftreffer. Zack. Zack. Wo willst du denn hin? Zack. Hau nicht ab. Bleib schön hier. Haut ab. Natürlich nicht getroffen. Oh oh. Dauert so mega lange, die zu töten. Das ist nicht schön. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich getroffen habe, aber ist im Prinzip egal. Uhuhuhuhu. Komm her. Um. Auch dein Prime Meat. Die Hälfte ist wahrscheinlich gleich schon wieder gespoilt, bevor ich ankomme. Das heißt, wir müssen weiter suchen. Ja, Level 80. Ups. So, da hinten ist er. Zweimal, dreimal. Eben reingucken. Prime. Nach 15, 4 Minuten 20. Passt. Ich will aber jetzt gucken, ob ich vielleicht noch was kriege, was schneller zu töten ist, was Primate gibt. Ach so, ja, ich habe was. Natürlich. Da unten läuft ja ein Teri. Noch zwei Primaten, dann haben wir's. Kann man durchzähmen. Wo ist denn der hin? Mist, jetzt ist der natürlich auch weg. Schade. Hinten läuft aber noch ein Stego. Perfekt. Perfekt, perfekt. So, komm her. Auf das hier ganz viele Alus respawnen. Soll ich den wirklich fertig kriegen in der Folge? Einmal, bei mir klingelt das Telefon, aber ist jetzt gerade auch egal. Wer was will, ruft nochmal an. Einmal. Oh Mann. Da ist der Teri. Perfekt. Komm. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich hoffe, der ist jetzt nicht allzu groß vom Level. Oh, 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 der macht aber richtig Schaden. Der macht richtig Schaden. Scheiße. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg.
Uiuiuiui. Den Krallen von dem zu hängen ist nicht so cool. Verdammte Axt. Fall doch um. Alter, warum macht der so viel Schaden auf einmal? Uiuiui. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn ich festbacke. Ah, lande doch irgendwo. Du Scheißvieh. Und Poti ist ja gut auch. Ah, komm, ich kann die Waffe wieder nicht ausrüsten. Lad nach, schneller, bevor ihr hochkommt. Verdammt. Ach du Kacke. Einmal. Genau, back dich da ruhig fest. Zweimal. Glückliche Position. Haut die so ab. Liegt. So, wo ist er? Bei mir. Okay, her damit. Komm her. Alter! der Agent hat es ja gut gelitten. Buckel. Alter Vater. So. Ich hoffe, geht so gut und das war alles am Pyramid. Jo. Es war alles am Pyramid. Jawollo. Alter Vater. Mein Telefon geht mir gerade echt ziemlich auf den Zwirn, muss ich sagen. Naja, wir haben es ja eh bald geschafft. Dann kann ich zurückrufen. Oh, komm. Level dich durch. Zähm dich durch, meine ich. Ein bisschen, noch 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 ein bisschen. Komm. Na toll. Tolle Wurst. Wie lange hält das noch? Eine Sekunde. Hervorragend. Was war's mit dem Primate? Ich brauche neues Primate. Ich brauche ganz schnell neues Primate. Bevor er wieder Hunger kriegt. Ach scheiße. Habe ich natürlich hier nichts außer die Brontos. Oh kacke. Ich habe jetzt keine Lust, den Rest mit normalem Fleisch durchzuziehen. Das versorgt mir jetzt echt alles. Ach kacke. Gibt's hier jetzt Palmit, was rumläuft? Irgendwas, was mir das ganze wehtut in meinem Leben. Verdammter Mist. Da. Dauert aber lange, um den Platz zu machen. Komm, 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 komm. Scheint kleiner zu sein. Ich hoffe es doch. Boah, wo kommen die Mucken jetzt her? Jetzt aber hurtig. Komm. Fall um. Jawohl. Einmal, zweimal, dreimal. Und tschüss. Schnell, 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 schnell. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Komm. Sollte das jetzt wirklich noch klappen? Will's hoffen. Ich will's hoffen, ich will's wirklich hoffen. Steh nicht auf, jetzt wird's auch noch duster. Mach gleich Gamma an. Na komm her, Mann! Scheiße! So. Und Gamma. So. Alter Vater. Weiß ich, da vielleicht ein Fleisch gefressen. Wie es aussieht. Nee, doch noch nicht. Jawohl. Strike. Ich will auch mal was essen. Oh Mann, ey. Das war ja wieder eine Nummer. Komm, so lange warten wir jetzt noch. Das kriegen wir jetzt noch hin. Kannst du wieder keinem zeigen, eigentlich.
Ach, du bist leer. Come on. Ja, was brauchst du noch? Nicht mehr lange. Ich glaube, 50 Hunger hat ein Prime Meat, gell? Oh. Ich schlafe schon beinahe meine Hände ein. Vor Aufregung. Blut ist woanders hingesackt. Nicht dahin, wo ihr jetzt denkt, ihr Schweine. Ihr kleines Schweinchen hier. Nee, das wird nicht Jugendfall. Lass mal das. Oh Mann. Komm, gib Kette. Steh auf. Hä? Och Mensch. Och Menno. Ui, 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 ui. Ein Primate, zwei Primate haben wir noch. Ja, 50 Hunger, gut. Bin jetzt gemein. Bin ganz gemein. Wir machen das in der nächsten Folge fertig. Wir haben nämlich schon wieder 41 Minuten, sehe ich gerade. Den machen wir in der nächsten Folge fertig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und... Genau, du holst mir jetzt auch schön hier rein. Beziehungsweise, ich werde ihn jetzt noch fertig tamen. Und in der nächsten Aufnahmesession seht ihr ihn. Ich würde sagen, macht's gut und bis dahin. Es hat mir Spaß gemacht, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei wart. Wie gesagt, beim nächsten Mal mit neuem Agentavis, hoffentlich. Und dann geht's weiter. Volle Attacke. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.